Claudio Capelli, der Bandchampion, ist durch, ausgezeichnet worden. Gerade abgeräumt. Was bedeutet dir die Auszeichnung? Ja, das ist natürlich schon eine grosse Wertschätzung hier vor Stadt Bern. Und, ich kann eigentlich reden von allen Sporten. Ich finde es schön, was man so einen Anlass macht, was man vor allem Sport unterstützt, was man auch Freude hat an den Leistungen von den Sportler. Und ich freue mich sicher immer wieder daher zu kommen und auch die anderen Sportler zu sehen, um zu schauen, was sie machen. Weil man tut ja nicht immer alles verfolgen oder man kann nicht immer alles verfolgen. Und von dem her ist es natürlich schön, dass ich den Preis gewinnen konnte, aber auch schön eben dabei zu sein und den Abend genießen. Jetzt Claudio, wenn du auf das letzte erfolgreiche Jahr, Sportjahr für dich, 2015 zurückschaust, auf was bist du besonders stolz? Ja, ich glaube, auf die direkte Olympia-Quali, die wir geschafft haben, also mit dem 6. Rang in Glasgow, mit der Mannschaft an der WM. Das war ein brutales Gefühl. Also, wir hatten wirklich einen super Wettkampf gehabt. Wir hatten, glaube ich, alle Hühnerhaut gehabt. Und das war wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Und ja, eben, wir haben einfach gewusst, jetzt gehen wir mit dem Team auf Rio an die Olympischen Spiele. Und es hat im Kunstturnen leider eben schon ein Zeitchen lang nicht gegeben. Und jetzt haben wir das geschafft und das war wirklich ein sehr schönes Gefühl gewesen. Hinter der Lug ist gut, aber vor der Lug ist auch noch fast besser. Was sind deine Ziele in diesem grossen Jahr mit EM und Olympia? Ja, eben, mein hauptsächliches Ziel ist im Moment, was meine Verletzung einigermaßen gut wird. EM in Bern vor der Haustür wäre natürlich ein Riesenhighlight und da gebe ich sicher alles, für was ich es arbeiten kann. Und dann Olympische Spiele, das ist halt, das kannst du nicht vergleichen mit etwas anderes. Es ist wirklich ein Highlight. Es ist so etwas Spezielles mit so vielen super Athleten zusammen zu sein. Das ist wirklich etwas, wo du wirklich noch lange daran denkst. Du kannst sicher sein, ganz Bern kommt in die PostFinance-Arena. Und ganz Bern ist vor den Bildschirmen, wenn es in Rio zu und her geht. Hoch zu und her und hoffentlich erfolgreich für dich. Merci, bist du da gewesen und nochmal herzliche Gratulation. Merci vielmals, schönen Abend.